Und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Abilions. Es ist ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Und ich habe jetzt gerade sogar nochmal neu geschaut, ob das wirklich die richtige Mission ist, die ich geladen habe. Aber es scheint richtig zu sein. So, ich habe das gebaut. Ich habe ein bisschen Essen gebraucht, so wie es aussieht. Ich weiß noch, das hier war ein Problem beim letzten Mal. Woran forscht man gerade? Marktplatz. Marktplatz klingt schon mal gut. Ich mache mal hier weiter in der Zeit. In der Hoffnung, dass jetzt alles in geregelten Bahnen verläuft. Ist hier ein Scharfschütze irgendwo? Ich muss auf jeden Fall schnell voranschreiten. Wollte ich hier räumen? Ich weiß es gar nicht. Habe ich keine Kaserne? Habe ich noch keine Kaserne? Was hat denn der Vergangenheitswichtler gemacht? War der besoffen? Ich brauche doch eine Kaserne. Ich habe echt keine Kaserne. Was für ein Trauerspiel. Sorry, Sir. I was cleaning my weapon. All the way. Attention. Building. Ich könnte mit ihm natürlich angreifen, aber ich glaube, das geht schief. Das passt schon so. Der ist perfekt so, wie er steht eigentlich. Ah, jetzt. Problem. They are trying to break through. Okay, das nächste Ziel ausgerichtet. Perfekt. So muss es laufen. So macht Kämpfen Spaß. Ah, schießen dann beide. Scharfschützen haben wir auch schon. Das läuft ja wie ein Länderspiel, nur mit Punkten. Ein paar schnipperige Sniper. Schnipper wären jetzt nicht schlecht. Die könnten mir helfen, das hier zu lösen, das Problem. Er ist wahrscheinlich. Der ist für die erste Welle unerlässlich. Ich nehme die Farben. Ich habe gerade irgendeine Taste gedrückt. Alt groß war sie da, oder? Ach ja, genau. Da sind wir bei der Kampagne schon aufgefallen. Wie unglaublich praktisch das ist. Diese Taste. Mehr Gold. Mehr von allem. Essen ist gleich weg, aber das ist gar kein Problem. Energie ist auch gleich wieder da. Komm schon, Nahrung. Genau so muss das laufen. Und nachdem der erste Angriff... Ich entscheide mich mal. Bürgermeister Hatton bringt die beste Gesellschaft mit ins Amt. Ich nehme mal die. Das könnte mir im Notfall den Arsch retten. Sniper ist ready. Ich bin nur zwei ausgebildet. Und danach gehen wir mal am besten auf. Das hier zum Beispiel. Building completed.
Also lass mal stehen. Ein weiterer Schütze. Fände ich sehr spitze. Er macht das schon. Wie gesagt, er hier ist eigentlich perfekt für den... Das war geil. Westen. Zurückgehen. Abwehren. Der macht das. Jetzt kommt es natürlich drauf an, die könnten hier kommen, die könnten aber auch hier oben kommen. Wir schauen einfach mal. Was kostet denn eigentlich der Markt? Erstmal zu viel und ich habe auch nicht den Platz, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir doch erstmal sowas hier. Nein! Ja, egal, jetzt habe ich angeklickt. Ach, wie das Problem von dieser blöden Autoreparaturfunktion. Haben wir ja schon mal Probleme mit gehabt, wenn ihr euch erinnert. Könnt ihr auch wieder Probleme machen. Das hält aber aus. Das juckt den kaum, oder? Du könntest den übrigens erschießen, das ist okay. Du gehst mal auf den höchsten erstmal. Was? Ach so. Okay. Wie macht der Plot? Ihr schießt auf die Größten. Jetzt hat er natürlich auch ein bisschen mehr Ärger an der Backe, aber ansonsten... Das wird halten. Weiterbauen. Ganz, ganz dringend. Bauen mal klein bisschen wieder davor und du machst das Ding kaputt. Gerade der Anfang ist halt echt so ein bisschen
blöde. Ist doch, in welcher Welt ist das nächste Ziel gerade gewesen? Genauso hier. Das ist doch niemals das nächste Ziel. Ja, ich muss hier auf jeden Fall... bisschen was machen. Just give me something to shoot. Slow, lethal. Die. Bullseye. One shot, one kill. Irgendwann sagt man, dass es zu heiß wird. Moment, warum darf ich eigentlich nicht? Ach, zu viele Mauern, natürlich. Hör das auch mal auf. Wir hauen mal lieber ab. Hallo Katze. Du bist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Auch wenn du das vielleicht anders siehst. Da kommt ein bisschen was. Auch aufs höchste Ziel los. Bleibt der Luzi. Oh, komm schon! Egal welche Einheiten, die sind alle in gewisser Weise blöd. Damit schaffen wir es auf jeden Fall jetzt. Ehrlich gesagt, ich würde schon gerne hier nach unten gehen. Aber dazu muss die Stadt vor allem weg. Du sollst auf das nächste Ziel schießen. Der schießt halt irgendwo hin immer. I wanna highway to hell. Highway to hell. Geh mal vor. Du bist da, um auszuhalten. Ach, das war so ein Ding, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum das Ding nicht kaputt gegangen ist. Okay, immerhin. Mal zurück. Oh ja, die fühlen sie. Den kocht das Arschwasser. Hat er gerade Bye-Bye gesagt? Weißt du was, bei der Gelegenheit...
Tag 15 müsste ich eigentlich schon auf Steinbruch gehen. Du musst auf Steinbruch gehen. Du musst auf dein Herz hören. Genau das gleiche Deutsch eigentlich, aber... Ja. Nichts für nicht krumm, ich bin... glaube ich, mega übermüdet. Wenn er sollten die Veteranen da drauf ballern. Ah, ist fast fertig. Ah, Bonuskraftwerk und bonusgroßen Steinbruch. Ich nehme das Kraftwerk. Das habe ich nämlich noch nicht. Das. Halt. Burn, baby, burn. Disco is burning. Burn, baby, burn. Weiter weiß ich den Text nicht. Burn, baby, burn. Oh nein, ich habe keine Arbeiter mehr. Ah, hier kommt doch eh nichts mehr hin. Achso, kein Holz hier. Irgendwas mit Satisfaction. I'm gonna keep in the action oder so ähnlich, ich weiß nicht. Wird schon passen. Da hätte ich gerne ein paar. Wo? Ich hör aber auf. Geh ein Stück vor. Ah, hab hier. Erst die richtig biestige Monster. Ihr wisst ja, ich hasse und liebe Harpien. Die sind voll cool, aber boah, die können einem so das Leben zur Hölle machen. Vor allem in Windeseile zerstören die halt Sachen und töten Einheiten. So, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Ich mache hier mal ein bisschen. Nee, mache ich später. Ich wollte sagen, ich mache hier ein bisschen Wall hin, aber das machen wir später. Fehlt schon wieder Holz. Ich brauche demnächst auf jeden Fall. Da kommt auch schon fast der nächste Angriff. Das sind verdammt viele! Mangelt's denn Essen? Essen. Hm. Ach, wir verstehen ja gerade noch ein Haus. Kein Wunder. Ehrlich gesagt, kann ich das hier ausmachen und das hier wegreißen und dann nichts hinbauen, weil ich kein Essen habe. Habe ich die Farm noch nicht? Jetzt wird es langsam traurig, dass ich immer noch nicht habe.
Warten wir noch kurz, bis ich den Stein hab. Todeszeichen. Death Sentence. Okay, kann ich... Nein! Da wäre es halt wirklich perfekt jetzt für den Anfang. Kriege ich fast gar nichts verbessert damit. Naja, man muss nehmen, was man kriegen kann. Ehrlich gesagt, hier bauen wir mal ein bisschen was her. Falls dann doch nämlich jemand kommt. Das sollte echt kein Problem für uns darstellen. Okay, endlich. Die brauchen wir nämlich echt dringend. Nicht sehr effizient, aber besser als nichts. Ach Mensch, wir sollten das Essen da nehmen. Und da unten kommt auch nochmal Essen für uns. Das hier sollten wir eigentlich soweit schaffen. Kannst du dich irgendwann mal entscheiden, Katze? Ja, ja, natürlich. Leg deine Pfoten auf meine auf meinen Arm, das hilft mir beim Spielen. Machst du gut. Ich bin so stolz auf dich, dass du mir immer die Blutzufuhr abschnürst. Ah, meine Laune wird interessant. Meine Laune wird gleich besser, wenn ich dieses Spiel spiele, obwohl es mich schon so oft fertig gemacht hat. Und mein Arm gerade echt abfällt. Mal sehen, wo sie kommen. Da ist ja noch eine Stadt. Irgendwo hier müssen sie kommen. Da kommen sie. Ist hier gerade jemand gestorben? Klang gerade so, als ob ein Scharfschütz irgendwo gestorben ist. Hier müsste ich eigentlich aufpassen, weil das können die, glaube ich, infizieren von hier aus. Das hätte ich vielleicht mal bedenken sollen. Der Schaden, den die machen, ist echt gering gerade für ihn. Das hier scheint ein abgekapselter Bereich zu sein. Perfekt. So, also können wir auf jeden Fall hier weitermachen. Mehr Energie brauche ich eh. Ja, das hier ist halt echt beschissen für den Anfang. Und das muss ich eigentlich auch mal wieder wegreißen. So, was mit der Energie erstmal? Da kriege ich mal noch irgendwas, ein bisschen was rein.
Last night I dreamt of brains exploding. Warum muss hier noch eine Stadt sein? Our soldiers are in trouble. Gehst mal dahin. That's a sad kill. It's a attention. Building complete. Good day to kill. Yes, tell me what to kill. Our forces are in danger. So many targets, gonna love it. It's a nice day to die. Tell me your darkest thoughts. Die! I need to kill something. Kann ich mir denn jetzt den blöden Stein letztendlich... Ah, oh, Gott sei Dank. Den brauche ich nämlich auch dringend. Vielleicht reiße ich das hier, die zwei Häuser dann später noch ab oder irgendwas anderes. Ich muss dann schauen. Es könnten zu viele werden. Hab hier! Ich glaube, das sind zu viele. Nur so eine Vermutung, dass wir das gerade nicht packen. Lauft! Weil ich es euch befohlen habe. Du solltest dich eigentlich nur... Was machst du da? Du solltest dich eigentlich nur heilen. Okay. Brennt ihr auch? Hoch da. Den kann ich verlieren. Oh Gott sei Dank. Ja, den geht's gut. Also geht's dir mir gut. Just give me something to shoot. Wie war es? Tag 42 kommt die Endwelle. Das ist aber gar nicht schön. Könnt ihr dir mal helfen? Meine Katze guckt ganz komisch durch das Geräusch von dem. Die sind voller Hass, diese Zombies. Verstehe das gar nicht. Ich bin doch so ein netter Typ. Meistens. Ach ja, Energie. Ach, die liebe Energie. Oder die böse Energie, je nachdem. Und Venom. Nicht auf sie. Ich locke auf jeden Fall die ganze Karte gerade zu uns.